Alter, was geht ab, Leute? Komm hier mit einem Video zu den Quests. Paar Infos, paar, ja, nicht Tipps und Tricks, aber ich werde es mal so nennen. Ich habe noch ein Video, ein anderes. Ich weiß nicht, ob es davor schon gedreht wurde, also hochgeladen oder danach. Auf jeden Fall habe ich noch ein Video, wo ich alle Quests aufzähle und was man als Belohnung dafür erhält. Inklusive den von Mew und wie man dann halt Mew freischaltet. Also haltet ein Auge drauf. Link ist unten in der Beschreibung, falls das Video schon online ist. Falls nicht, dann kommt es noch. So. Was gibt es zu beachten bei den Researches? Und zwar, spezielle Forschungen geben keinen Stempel, sondern nur die Feldforschungen. Dann sind die Pokémon aus den Begegnungen, die man als Belohnung bekommt, auf Level 15, was schon ziemlich low ist. Aber dafür haben die gute IV, garantiert gute IV, sowie aus Eiern und aus Raids. Das heißt, mindestens der zweitbeste Satz. Arenen geben keine Feldforschungen. Das ist jetzt sehr interessant. Und zwar, Pokéstops geben dieselbe Feldforschung am Tag für alle Spieler. Und du kannst dieselbe Quest nur zweimal am Tag machen, also pro 24 Stunden. Sagen wir, diese eine Stop bei mir. Jeder, der die dreht, kriegt dieselbe Quest. Und die kann man zweimal am Tag machen. Was gut ist, weil ich war gestern unterwegs und die Quests haben mich nicht so überzeugt, wie ich hier hatte. Aber wenn sie jeden Tag anders sind, unterschiedlich, dann hoffe ich mal auf ein paar bessere. Weil ich habe schon ein paar gesehen aus der Liste, die ich echt sehr interessant fand und die ich gerne machen würde. Also das Tagebuch zeigt noch 500 EP, die man bekommt, aber tatsächlich kriegt man 2000. Also irgendwie ist das ein Anzeigefehler. Oder die 2000 sind ein Fehler, also muss man nochmal schauen. Und wenn man zum Beispiel jetzt Nice werfen muss, dann zählt auch Great und Excellent als Nice. Also immer eins drüber. Und sagen wir, du musst 10-mal Great werfen und du wirfst Excellent, dann zählt das auch. Weil es natürlich besser ist. Und wenn du Nice, Great oder Excellent wirst, hat das Pokémon flieht, dann zählt das trotzdem für die Aufgabe. Das ist klar, das haben glaube ich schon alle gesehen. Wenn man eine Arena dreht, dann zählt das auch für die Aufgabe, dreh so und so viele Stops. Und wenn du mehrere Aufgaben hast, wo du dasselbe machen musst, wie zum Beispiel zwei Aufgaben, dreh so und so viele Stops, dann, und du jetzt dann einen Stop drehst, dann zählt das für beide. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Pokémon brütest oder entwickelst, dann zählt das nicht für die Fangaufgabe. Das heißt, du kannst keine Drachen oder so entwickeln oder brüten für die Fang ein Drachen-Pokémon Aufgabe. Und für die Aufgabe mit mach so und so viele Raids, den Raid musst du nicht gewinnen. Du musst einfach nur reingehen und dem Boss begegnen. Das heißt, du kannst reingehen, die Zeit ablaufen lassen und das zählt dann zum Beispiel als 1. Das heißt, du kannst für einen Pass machst du das immer und immer wieder, bis du die Aufgabe erfüllt hast. Zum Beispiel drei Raids oder so. Man kann dieselbe Quest öfters gleichzeitig haben. Vorausgesetzt, du hast einen anderen Stop gedreht, der dieselbe Aufgabe hatte. Das ist sehr nützlich, dieser Hinweis. Darauf wäre ich gerade gar nicht gekommen. Und zwar kann man ja eine Aufgabe erfüllen und dann musst du erstmal draufklicken, Claim, damit du die dann einlöst. Und wenn du dann eine davon aufbewahrst für den nächsten Tag, weil du da vielleicht keine Zeit hast, dann kannst du für den dann am nächsten Tag das erst einlösen und dann den Stempel bekommen. Das ist echt, das muss man sich merken. Das ist echt ein guter Tipp. Raids zählen nicht als ein Kampf in einer Arena, das heißt, man muss immer kämpfen. Und kämpfen heißt ein Kampf nur. Das heißt, wenn du einmal die Arena durchkämpfst, das sind 6 Kämpfe dann. Oh, wenn dein Beutel voll ist, kriegst du deine Belohnung nicht. Oh, das ist auch interessant. Und zwar für die Aufgabe, zum Beispiel fang ein Taubsi. Taubsi und Kamurks war das zum Beispiel. Wenn du einen Tauboga fängst, dann zählt das auch. Das heißt, wenn du alle Entwicklungen fängst, dann zählen die wahrscheinlich auch. Jetzt eine traurige Nachricht. Alle Belohnungen mit Staub sind gerade verdoppelt. Das heißt, nach dem Event kriegen wir nur noch die Hälfte davon. Ich habe mich schon gefreut, das war echt eine Menge Staub. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass es nur noch die Hälfte eigentlich ist. Für alle Go Plus Liebhaber auch noch eine gute Nachricht. Und zwar gibt es ein paar Aufgaben, wo man hintereinander Great oder Excellent werfen muss. Und wenn du dazwischen irgendwas mit Go Plus fängst, das unterbricht die Serie nicht. Das heißt, du kannst. Ups. Das heißt, du kannst Excellent zweimal werfen, dann irgendwas mit Go Plus fangen und dann den dritten nochmal mit Excellent werfen und das zählt dann trotzdem als hintereinander Excellent geworfen. Natürlich kannst du keine Begegnung erhalten, Pokémon-Begegnung, wenn du keinen Platz mehr in deiner Pokébox hast. Und dann das Letzte, es gibt auch ein paar Aufgaben, wo man zum Beispiel einen super effektiven Charge-Move einsetzen muss und das zählt dann nur, wenn der Gegner auch stirbt. So, das war's. Kleiner Überblick. Paar Zusatzinformationen zu den ganzen Quests. Ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Ich habe ein paar interessante Informationen gefunden für mich selber.
Wie gesagt, ich habe dann noch ein Video mit der ganzen Liste von allen Quests, Feldforschung und Spezialforschung, entweder schon hochgeladen, dann ist der Link unten in der Beschreibung, oder es kommt noch, dann checkt das auf jeden Fall noch ab. Aber das war's von mir, viel Spaß noch beim Questen, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter, checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon Serious Business.